Es ist eine der größten privaten Bibliotheken in Deutschland. In Mettingen bei Osnabrück hatte der Bergbauingenieur Bruno Schröder mehr als 70.000 Bücher angesammelt. Seine ehemalige Pflegerin wacht jetzt über den Schatz. Und wenn man so die Regale durchgeht, die sind ja wirklich, als wenn die im Buchladen im Bücherregal stehen würden. Aber ob er die tatsächlich alle gelesen hat, ich glaube, dafür hatte er gar nicht die Zeit, weil er viel zu sehr beschäftigt war, damit die Bücher im Grunde unterzubringen und hier zu verstauen. Wer jetzt den besonderen Bücherschatz übernehmen möchte, seit Schröders Frau im Altenheim lebt, bleibt abzuwarten.